Dieses Video wird präsentiert von Sönke Diekmann Hörsysteme. Der Frauenhandball-Bundesligist HSG Blommel-Klippe hat das dritte Heimspiel in Folge gewonnen. Zur Halbzeit stand es noch ausgeglichen 11:11. Ja, wir hatten uns einiges vorgenommen. Man muss aber auch sagen, BVB auch mit einer ganz anderen Mannschaft als im Hinspiel. Da uns immer leistlich abschmälern. Ich sage, wir haben das ordentlich gemacht. 11:11 zur Halbzeit ist okay, wir müssen das ein oder andere Tor mehr machen und ich war nicht mit der Deckungsleistung zufrieden. Erste Halbzeit haben wir viele einfache Fehler gemacht, nicht so viel Tor. Ja, wir wussten, dass ein paar Leute in Dortmund ist verletzt, so vielleicht hatten wir das im Kopf ein bisschen, dass es wird einfacher und dann haben die gezeigt, dass es wird nicht so einfach und dann war einfach Kampf. In einem spannenden und hart umkämpften Spiel gelang gegen Borussia Dortmund ein 24:21. Die Blombergerinnen konnten in der zweiten Halbzeit das Spiel für sich entscheiden. Ich glaube, erste Halbzeit haben wir ein bisschen zu viel Fehler gemacht und das ganze Spiel zu viel verworfen. Aber dann hat uns in Abwehr Anna viel geholfen und wir haben uns zurückgekämpft und dann das Spiel gewonnen. Es war heute ein bisschen holprig. Es war heute kein Schönheitspreis gewinnen am Ende des Tages, sind aber die Punkte und die haben wir geholt und darüber bin ich glücklich. Manchmal geht das rein, manchmal nicht und heute war das super. Dieses Video wurde präsentiert von Sönke Diekmann Hörsysteme.